Herzlich willkommen zu Digitizing Europe – Opportunities for the Next Generation. Ich bin hier mit Jens Schulte-Bockum, dem CEO von Vodafone Deutschland. Herzlich willkommen, Jens. Ja, hallo David, ich freue mich. Wir haben einen großen Tag hinter uns. Wir hatten viele besondere Gäste heute hier, auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir haben über die Zukunft Europas gesprochen, die Zukunft eines digitalen Europas. Warum ist dieses Thema insbesondere für uns auch als Vodafone so wichtig? Ja, in der Tat, es war ein grandioser Tag, fantastisch vorbereitet, auch hier vom Vodafone-Institut, von dem gesamten Team. Muss ich doch mal mit einem Kompliment anfangen. Warum ist das wichtig? Ich glaube, die Digitalisierung ist die prägende Kraft im 21. Jahrhundert. Das ist eigentlich nur vergleichbar mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, die eigentlich auch keinen Stein auf dem anderen gelassen hat. Und ob wir das hinkriegen, in Europa auch den Wohlstand für die nächsten Generationen zu erhalten, wird meines Ermessens davon abhängen, ob wir dieses Thema Digitalisierung in Europa und auch als Europa, also europaweit, so für uns gestalten, dass Europa dabei im internationalen Wettbewerb sich behaupten kann. Und natürlich ist das für Vodafone wichtig, weil Big Data sozusagen der Rohstoff für die digitale Revolution ist. Dieser Rohstoff, der fließt auf unseren Autobahnen, also auf den Datenadern, die von Vodafone geliefert werden. Und wir haben natürlich ein Interesse daran, dass das gut funktioniert und dass wir an einer Wachstumsstory partizipieren und nicht an einer negativen Geschichte. Wir haben heute viel auch über die Frage gesprochen, ob digitale Technologien menschliche Arbeit ersetzen werden, was eine Sorge ist, die ja viele Menschen heute haben. Was ist deine Position zu dieser Frage? Ich glaube, die Frage ist in Teilen durchaus berechtigt. Wenn man da wieder die Analogie zur industriellen Revolution heranzieht, dann sind sicherlich auch die Arbeitsplätze auf dem Land im Laufe der industriellen Revolution sehr, sehr stark verschwunden. Die sind einfach ersetzt worden durch Mechanisierung der Landwirtschaft. Und wir werden das in der digitalen Revolution auch sehen, dass bestimmte Tätigkeiten, vor allen Dingen einfach administrative Tätigkeiten, durch Computerisierung und durch die Digitalisierung ersetzt werden können. Ich glaube aber persönlich, am Ende ist das eine gute Geschichte, weil dadurch auch neue Möglichkeiten entstehen, in denen sich Menschen auf eine ganz andere Art und Weise selbst verwirklichen können. Anspruchsvoller, ich glaube, da müssen die Bildungssysteme drauf eingehen. Das ist ganz wichtig, aber am Ende spannender. Und ich glaube nicht, dass die Digitalisierung zum Wohlstandsverlust führt, sondern das Gegenteil der Fall sein wird. Was wäre dein persönlicher Ratschlag, vielleicht für deine eigenen Kinder, aber auch für die jüngere Generation ihrer Gesamtheit? Wie sollte man sich vorbereiten, wenn man heute ein junger Mensch ist? Ja, super, super schwer zu sagen. Unsere Erziehungssysteme sind heute natürlich noch eher auf die Herausforderungen der Vergangenheit vorbereitet. Das ändert sich langsam. Wir sehen jetzt, dass an den ersten Schulen eben auch Computertechnik Einzug hält. Wir sehen, dass in einigen Bundesländern experimentell zumindest auch gearbeitet wird an der digitalen oder ICT-bezogenen Erziehung. Das müssen wir beschleunigen, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, das ist heute wichtig, dass eben schon Kinder auch im sehr kleinen Alter, durchaus im Grundschulalter, anfangen, mit Tablets und mit PCs zu arbeiten, dass sie Webseiten erstellen, dass sie Computing-Fähigkeiten aufbauen, dass sie das auf eine spielerische, natürliche Art und Weise lernen. Ich habe selber noch meine ersten Seminararbeiten handschriftlich geschrieben und dann später auch mal größere Arbeit mit der Schreibmaschine, bevor dann irgendwann im Laufe der späten 80er Jahre der Computer Einzug hielt. Im gewissen Sinne beneide ich jetzt meine eigenen Kinder, die schon sehr viel stärker digital aufwachsen. Für die ist natürlich eine Schreibmaschine etwas, mit dem sie gar nicht anfangen können. Die wachsen schon eben mit digitalen Endgeräten auf. Aber die Schulen ignorieren das häufig noch. Also das findet dann zu Hause statt, aber nicht in der Schule oder nicht in der Uni. Und ich glaube, das müssen wir noch hinkriegen, dass wir das viel, viel stärker miteinander verbinden. Führt dazu, dass Erziehung stärker personalisiert wird, dass das stärker ausdifferenziert ist. Das sind die großen Chancen, die, glaube ich, dort auch digitales Lernen bieten kann. Damit sich dieses Potenzial der Digitalisierung wirklich entfalten kann, brauchen wir Zugang. Wir brauchen auch die richtigen regulatorischen Rahmenbedingungen. Auch darüber haben wir heute gesprochen. Was sind die Hausaufgaben gewissermaßen für nationale Regierungen, aber auch für die Europäische Kommission? Wo sind da aus deiner Sicht die Schwerpunkte? Worauf kommt es jetzt an bei der Gestaltung des regulatorischen Rahmenwerks? Ja, es ist absolut richtig. Ohne die digitalen Infrastrukturen wird das nichts mit der großen Digitalisierungszukunft. Und das heißt,
die Investitionsanreize und Innovationsanreize für die Industrie und auch für Start-up-Unternehmen müssen so gesetzt werden, dass sich die Dinge lohnen, dass wirklich die Mittel in Richtung Infrastrukturaufbau fließen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Kanzlerin Angela Merkel heute hier war und sehr stark auch in diese Richtung argumentiert hat. Das ist also offensichtlich bei den Politikern angekommen, nachdem wir doch in den letzten 10 Jahren eine sehr einseitige Betrachtung gerade in Europa gesehen haben, wo man im Wesentlichen überlegt hat, wie kann man der Telekommunikation Geld entziehen. Und das eine Einbahnstraße gewesen ist, dreht sich das jetzt so langsam. Frau Merkel hat auch über beispielsweise die Möglichkeit gesprochen, dass man im mobilen Internet und im Internet als solchen Qualitätsklassen ausdifferenziert. Das werden wir brauchen, um Innovationen wie Telemedizin oder fahrerlosen Verkehr zu ermöglichen. Und dafür müssen wir die technischen Voraussetzungen schaffen. Dafür sind aber auch dann differenzierte ökonomische Modelle notwendig. Und insofern freue ich mich, dass die europäischen Politiker und eben auch die nationalen Politiker hier anfangen, in diesen Dialog einzusteigen. Die digitale Agenda der Bundesregierung steht dafür. Wir sind permanent ja auch im Dialog mit verschiedenen Ministerien über den IT-Gipfelprozess. Und ich glaube, da ist jetzt in den letzten 2, 3 Jahren etwas in Bewegung gekommen. Vielen Dank, Jens Schulte-Bockum, für deine Zeit. Vielen Dank.